So, und damit herzlich willkommen zu Resident Evil Infinite Darkness. Ein Film, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, tatsächlich. Obwohl ich die Animationsfilme an sich eigentlich ganz cool finde. Hab die sogar auch alle im Regal stehen. Im Gegensatz zu den Wes Anderson-Filmen kann man mit denen wirklich was anfangen. Und die sind sogar Kanon zur Spielreihe. Das finde ich immer sehr schön. Gab es jetzt auch so zwei, drei kleine Sachen, wo man vielleicht drüber hätte meckern können. Da kann ich auch mal ein Video drüber machen, wenn ihr wollt, über die ganzen Animationsfilme. Und hier haben wir jetzt quasi den vierten Ableger der Reihe, der sich jetzt quasi, ich weiß gar nicht, wo er angesiedelt ist. Es würde Sinn machen, irgendwo zwischen Teil 6 und Teil 7 eventuell, weil da haben wir, glaube ich, noch keine Lücke, die geschlossen wurde. Deswegen könnte das schon der Fall sein. So. Wie gesagt, ich weiß auch noch gar nichts darüber über das Ganze. Ich weiß, dass Leon und Claire im Mittelpunkt stehen, meine ich zu wissen. Und das war es eigentlich auch schon. Wir schauen jetzt mal, ob wir hier irgendwas von der Story erfahren, obwohl der Titel uns schon verrät, dass es hier wahrscheinlich erstmal nur um eine Vorstellung aller Figuren geht. Ist aber auch in Ordnung, finde ich auch interessant. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den schönen Trailer und hoffen, dass es was Gescheites ist. Gotten clearance to land that fast before. You must be special. Leon? Claire? Could you take a look at something? Ach, die Originalstimmen, das ist immer schön. A little boy drew them. I can't get anyone to go on record. Und zum Glück ist es das alte Design von Leon. I gotta go. Ich mag das neue nicht so. Hey Leon, that outfit doesn't suit you. Es ist eine Serie jetzt. Ach so. Stimmt, es ist eine Serie tatsächlich. Let's get the president to the bunker. Anything even remotely hostile gets a headshot. Ja, die guten alten Zombies, ey. Oh, das war's jetzt schon. Das ist aber sehr schade. Das ist aber echt sehr schade. Ich find's cool. Als Resident Evil Fan ist halt immer schwer. Ja, obwohl, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Als richtiger Resident Evil Fan ist es ja leicht, eigentlich jemanden zu enttäuschen. Weil die Resident Evil Fans quasi alles scheiße finden, was auch nur ansatzweise nicht so ist wie die Spiele. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil bei mir ist es tatsächlich auch so. Liegt aber einfach daran, dass man noch keine vernünftige andere Interpretation der Geschichte gezeigt bekommen hat. Die Wes Anderson-Filme zum Beispiel, die haben ja komplett auf alles geschissen, was Resident Evil ausmacht. Die haben halt den Namen geklaut und dann noch ein paar Namen von den Figuren eben noch geklaut. Die Umbrella Corporation haben sie geklaut und ansonsten sind es andere Filme einfach, die ja nichts, nahezu gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. So, jetzt haben wir hier dann eine Serie. Stimmt, da war was. So. Zum einen muss ich schon mal sagen, dass die Serie unfassbar gut aussieht, hier vom Detail her. Und das kann man ganz geil beobachten, wenn man sich die Animationsfilme mal alle anguckt nach der Reihe. Dass die wirklich immer besser werden. Und das ist jetzt hier schon wieder eine ganz, ganz neue Steigerung von CGI-Filmen, bin ich der Meinung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier, das sieht man, also ich weiß nicht, ob man jetzt hier erkennen würde, dass das eine, ja okay, da hinten vielleicht an den Häusern, an den Straßen, aber das Gebäude hier sieht doch einfach aus als wäre es echt. Da erkennt man doch nichts davon, dass das alles komplett aus CGI besteht. Finde ich persönlich, aber ich bin da auch kein Spezialist. Gefällt mir auf jeden Fall echt gut. So, jetzt haben wir hier die beiden Leon und eben Claire. Claire war im zweiten Teil dabei, richtig, genau. Und im zweiten Remake fand ich Leon nicht mehr so cool irgendwie. Ich weiß, der sollte da einfach nur menschlicher aussehen, wie ein ganz normaler Kerl. Das Ding ist einfach, Leon ist ja kein ganz normaler Kerl, der ist ja schon so dieser Proto-Ami in jeder Hinsicht einfach. Und ich finde, dieses Design hier kommt diesem Proto-Ami wesentlich eher
kommt wesentlich eher zur Geltung als das, was wir jetzt in Remake eben dann bekommen haben. Deswegen finde ich schön, dass sie jetzt hier das Design wieder verwenden. Ich meine, wenn sie Chris jedes Mal wieder umdesignen, können sie auch Leon, können sie auch umdesignen. Ist mir eigentlich relativ bums. Ich finde den jetzt auch nicht extrem schlimm im zweiten Teil im Remake, aber ich finde, das ist einfach Leon hier. So muss er einfach aussehen. Finde ich cool. Und es sind übrigens auch die Originalstimmen im Englischen. Und ich denke mal, dass es auch die Originalstimmen im Deutschen sein werden. Weil auch in der deutschen Resident Evil-Reihe haben wir ja inzwischen, ich glaube seit dem sechsten Spiel, haben wir auch eine eigene deutsche Synchro. Die wurde auch übernommen in den anderen Animationsfilmen. Und ich meine sogar im siebten Resident Evil-Teil hat sogar Chris auch die gleiche Stimme, wie er sie auch im Teil 6 hatte. Obwohl er anders aussieht, weil ja, weil man halt Lust hatte, einfach Chris so aussehen zu lassen, wie er halt in Teil 7 aussieht. Und Teil 8 dann auch nicht mehr, aber na gut. Ja, das hier hat mich komischerweise auch irgendwie erinnert an den vierten Resident Evil Teil, weil ich finde, das hier hinten sah für mich aus wie ein Turm einer Burg. Soll aber einfach nur eine Hand sein, glaube ich. Und da hinten hängen dann die Leute. Ist einfach nur eine Zombie-Zeichnung. Keine Ahnung, was die jetzt zu bedeuten hat. Eventuell ist der von einem Jungen gezeichnet worden, der in Raccoon City dabei war und überlebt hat und vielleicht jetzt mitbekommt, dass irgendeiner seiner Verwandten erneut an einem Virus arbeitet oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Hier auch der Finger. Kann man irgendwie hier ranzoomen jetzt? Kann man nicht machen. Ich muss mal da. Der Finger sieht aus, als wäre er echt. Richtig gute Animation. Sie hat es gerade erklärt sogar. Moment. Okay. I gotta go. Don't do anything stupid. Leon, that outfit doesn't suit you. Let's get the president to the bunker. Anything even remotely hostile gets ahead. Also es wird wahrscheinlich um irgendeinen Anschlag gehen im Weißen Haus. Oder in der gesamten Stadt. Ich meine, es ist immer eine Serie. Vielleicht wird diese Serie auch wirklich eine ganz große Lücke schließen zwischen Teil 6 und Teil 7. Vielleicht erfährt man sogar hier noch irgendwas über Chris später, dass man erfährt, warum Chris dann doch wieder Umbrella angehört auf einmal. Wer weiß. Ja, gut, das sieht man jetzt hier alles so schnell. Aber das sind einfach wieder die richtig geilen Zombie-Designs. Die haben sie auch das waren nur drei Filme. Ich glaube, im ersten Film haben sie ganz gute Designs genommen. Da waren es ja auch normale Zombies. Und im dritten Film, da müsste ich jetzt den Namen mal hier irgendwo einblenden von den Filmen, die ich jetzt hier erwähne. Im dritten Film auf jeden Fall, im Animationsfilm, haben sie auch richtig geile Designs genommen am Anfang in dieser Menschen für die Untoten. Und das sieht genauso geil aus hier. Ja, mehr erfahren wir leider auch nicht. Ist sogar ein bisschen zu wenig Material, um jetzt großartig zu spekulieren, was da jetzt abgeht. Ich schätze eben einfach mal, es geht hier um einen Anschlag. Ich schätze einfach mal, dass diese Zeichnung wirklich von einem Jungen ist, der eventuell in Raccoon City überlebt hat. Und oder der zumindest irgendwas weiß und Hinweise geben will. Ja. Mehr kann ich da noch gar nicht dazu sagen, leider. Ist echt noch ein bisschen blass. Jetzt auch die Theorie, dass man irgendwie erfährt, wie Chris zu Umbrella gekommen ist, ist auch sehr weit hergeholt, weil man von Chris noch keine Spur gesehen hat hier in der Serie. Aber gut, ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir da jetzt neuen Content bekommen. Wir bekommen ja eben auch noch die Reboots, die auch als Serie auf Netflix erscheinen soll, aber eben als Real-Life-Serie.
Mit einer total bekloppten Story, also die gefällt mir gar nicht. Da geht es irgendwie darum, dass es da um die Wesker-Kinder geht. Um die Wesker-Zwillinge, glaube ich sogar. Und die leben in einer dystopischen Zukunft, ähnlich wie in den Wes Anderson-Filmen am Ende. Und durch bestimmte Flashbacks und Ermittlungen finden die dann heraus, dass ihr eigener Vater eigentlich daran schuld ist, was da abgegangen ist. Ich finde schon mal, also das ist schon mal eine saublöde Ausgangsgeschichte, weil das einfach für mich sich so anhört, als würde diese Serie sich an die Wes Anderson-Filme orientieren. Und ja, Resident Evil Zocker oder auch ich denke mal generell ist es schon bekannt, wer sich auch nur ansatzweise mit Resident Evil befasst hat, weiß, dass Wesker eine bestimmte Rolle hat in der ganzen Geschichte. So, und wenn das der große Plot in dem Film sein soll oder in der Serie, ich glaube, es soll eine Serie werden, eine Real-Life-Serie, ist das ja nicht sonderlich spannend. Naja, immerhin können wir uns auch noch freuen auf die Real-Life-Filme. Die aber auch im Kino kommen sollen. Der erste Film soll heißen Welcome to Raccoon City und soll das erste Spiel und das zweite Spiel in einen Film packen. Ja, da kann man jetzt natürlich auch wieder spekulieren, wie man das machen soll. Ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, warum man nicht einfach jetzt mal verdammt nochmal einen Film nimmt, ein Spiel nimmt und daraus einfach einen Film macht. Da ist genug Material da. Man könnte Zero verfilmen, man könnte den ersten Teil verfilmen, man könnte zwei, man könnte drei verfilmen. Und dann wäre erst einmal diese Reihe durch. Und wenn das gut läuft, kann man immer noch sagen, Teil 4 verfilmen, Revelation 2 verfilmen, Outbreak als Serie machen oder irgendwas. Also die Vorlagen sind auf jeden Fall da, nur sie machen irgendwie nichts draus. Außer jetzt eben diese Animationssachen, die sind eben ganz cool, wie gesagt. Die Real-Life-Serie, da warte ich mal ab. Ich bin der Meinung, das wird nichts, weil die Story schon irgendwie nicht funkt bei mir. Und die Kinofilme. Es sind keine Kinofilme. Es sind, glaube ich, auch direkt Netflix-Filme. Da muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, die sind dann so meine letzte Hoffnung. Das müssen sie halt wirklich gut machen. Und ja. Bin ich echt mal gespannt. Mir hat es auf jeden Fall jetzt hier gefallen. Infinite Darkness werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und freue mich auch schon, wenn die rauskommen. Werde dann da natürlich auch Videos drüber machen, da ich jetzt wieder ein bisschen Resident Evil Blut geleckt habe. Und ich denke mal, das ist auch okay so. Ja. Ich hoffe, euch hat der Trailer auch gefallen. Ihr seid ein bisschen angefixt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr im Resident Evil Universum so ein bisschen Fuß gefasst habt. Habt ihr die Spiele schon mal gespielt? Was haltet ihr von den Filmen? Was habt ihr generell für Erfahrungen mit dem Resident Evil Franchise gemacht? Würde mich echt mal interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.